Und damit begrüße ich euch, die Freunde. Wieder Bernie fangen schon an. Damit grüße ich euch, Freunde, zu einer neuen oder ja, neuen Episode oder kann man sagen, neuen Gameplay. Ja, Armored Warfare. Das Spiel. Ja, genau das Spiel, was World of Tanks ein bisschen die Stirn bietet, will, sowohl auf dem PC als auch kürzlich erschienen auf der PS4. Ja, von dem lieben Entwicklerteam Obsidian Entertainment, ja. Ja, die haben das schicke Spiel hier entwickelt und wie man schon sehen kann, spielt das Spiel in der Neuzeit. Also nichts mit irgendwie Tiger 1, Tiger 2, Maus, Marder 2 oder sonst was noch alles gibt oder Hetzer. Ja, sondern hier gibt es wirklich so die neuesten, die so langsam ab den 80er Jahren, / 70er und aufwärts, naja, alle reinkamen. So, unter anderem der T92, den kennt man eigentlich auch. Ja, ein Prototyp vom T90. Wenn ihr nicht kennt, einfach mal googeln. Ja, der M48A3 gibt es zum Beispiel von den Amis. Ja, und so weiter. Also, es ist dasselbe System wie bei World of Tanks, ne? Es gibt verschiedene Tierstufen von 1 bis 10. Ja. Schauen wir uns aber erstmal, machen wir erstmal eins nach dem anderen, sonst komme ich hier gar nicht mehr zum Punkt. Schauen wir uns erstmal die Upgrades an. So, das ist jetzt hier World of Tanks hier. Habt euer Upgrade-Baum hier und hier. Und könnt zum Beispiel jetzt hier links einsetzen, Rauch oder so, ja, könnt ihr dann, mach ich jetzt mal, freischalten. Und ja, damit hält der Rauch länger. Und ihr könnt da auch schneller wieder einsetzen. So. Da gibt es natürlich noch Feuerkraft, da kann man hier ein bisschen an der Feuerkraft rumschrauben, Mobilität, Motor, also ist dasselbe. Und dann gibt es einmal erprobt, ja, das kann man aktivieren, dann kriegt man immer mehr, ja, Erfahrung und so alles. Mach ich jetzt auch mal zu Demonstrationszwecken. Ich starte mit dem Panzer dann gleich mal rein ins Gefecht. Ja. Dann gibt's noch, lasst mich kurz gucken. Genau. Fahrzeugattribute, das zeigt euch an, wie viel Schaden er hat, wie viel Schaden er macht, wie viele Punkte er hat, Lebenspunkte, Sichtweite und so weiter und so fort. Ihr könnt das ja alles hier sehen. Rechts nochmal die ganze Sache in einem kleinen Diagramm. Ja, Alpha-Schaden ist das, was ich immer predige bei World of Tanks, wie viel Schaden der an sich macht, ne? Die HP, die einen Gegner abzieht. So, Fahrzeugmunition wird alles mal erklärt, was Heat ist und so weiter und so weiter. Hier zeigt die Panzerdicke an, seitlich 40 mm bis 25, der Turm 40 und links die Aushöhle 25, hinten 16, hinten 36, also alles sehr übersichtlich gehalten. Dann gibt es noch die Chronik hier, die zeigt dann so Geschichte des Fahrzeugs an. Ne, es geht schon ab 60er schon, 60er bis 50er, okay, alles klar. Dann revidiere ich die Meinung von vorhin. Und dann gibt es noch Insignien, das ist so, ja, so eine kleinen Booster, ne, die man so aktivieren kann. Kennt man vielleicht zu anderen Free-to-Play-Spielen, zum Beispiel, wenn ich jetzt das mache, kriege ich mehr Knete. Wenn wir es natürlich gewonnen haben, das Gefecht. So, dann gibt es noch Zubehör, Zuladungen. Hier sind die ganzen, ganzen Bestände links. Ja, hier gibt es einmal, wie üblich bei World of Tanks auch, Reparaturkits, Feuerlöcher und Medikits für die Besatzungen. So, Retrofits sind so, na, die Verbrauchsmaterialien, diese Zubehörteile, diese Zubehörteile, genau, die es bei World of Tanks gibt, da die 3.000 bis 500.000 Credits immer kosten. So. Das gibt hier auch. Da ist halt ein bisschen anders. Hier ist zum Beispiel, wie ist das hier, verbesserter Splitterschutz, kostet gleich mal 200.000, ist halt gegen Rammschaden und so und, ja, Kollisionsschaden, genau. Munitionslager, HP, erhöht die Widerstandskraft des Munitionslagers, Kettentrefferpunkte und so weiter und so weiter. Also, da gibt's ein Haufen, sagt mal eine Mille, ey, ist noch jemand Latte, oder? Eine Million, Junge. Aber gut, sag mal so, wenn du eine größere Tierstufe bist, ich glaube, dann lohnt sich das auch. Ich habe das Spiel damals mal auf dem PC gespielt. War nicht schlecht, bis Stufe 7 bin ich gegangen, bis zum. Was war das für ein Fahrzeug? Bis zum. Na, Chief MK2, was das war? Oder Leopard 2, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ein sehr langer Weg, bis man hier bei den Fahrzeugen ist. Aber das Geld lässt sich eigentlich gut handeln, also du kriegst hier sehr viel Geld. Ja, also. World of Tanks bist du schon am Knausern, aber hier wird das Geld so praktisch hinterhergeschmissen. Also 14.000, 15.000 pro Gefecht kriegst du natürlich auch, wenn du es nur gewinnst, ne? Das bist du auch so arm dran wie World of Tanks. So, hier gibt es die Kommandanten, die kann man auch hoch skillen, ne? Skill einmal in die Kommentare. Ja. Der Philipp Holzklau, also Holzfäller ist schon mal da, würde ich sagen. Der klaut gerne Holz, vielleicht um seine Bungalowbude ein bisschen zu beheizen, keine Ahnung. Hier steht nochmal die Personalakte, wo er herkommt. Ist auf jeden Fall ein Deutscher, also schon mal erwähnenswert, ne? So, dann gibt es noch hier die Crew.
Und kann man auch hochskillen, zum Beispiel kann man ja Fähigkeit erlernen, da kann man sagen, ja, Sanftetour, Präzision und Bewegung erhöht um 10% oder RAM-Schaden erhöhen und so weiter und so fort. Also da gibt es einen Haufen Sachen, ja. Aber heute möchte ich allgemein nicht so viel reden, Jungs und Mädels, denn wie ihr es vielleicht schon hört, ich bin leicht verkühlt. Und da möchte ich mir jede notwendige Kraft ersparen. Aber trotzdem versuche ich das ja alles recht kurz und knackig zu halten. So, Schnellfeuer gibt es ja auch, Vorbereitung, ja, Haufen Attribute für die ganzen Besatzungen. So, und da gibt es auch Personalisierungen. Da kannst du sagen, ich möchte dem Fahrzeug jetzt ein bisschen Farbe verpassen. Wie bei mir schon ist, diese Waldtarnung, die ist aber Standard drauf bei ihm. Diese moderne Waldtarnung geht aber nicht, ne? Das war aktuell nicht verfügbar. Ach so, okay. Warum geht das nicht? Ach, geht das nur auf einer bestimmten Stufe oder was? Ach ja, da war ja was. Sehr genau. Ab einer bestimmten Stufe anscheinend kann man die ja nur bemalen, also wie ich es ja gerade sehe. Naja, gut. So, dann gibt es auch Fahrzeuge. Einmal mal die Chinesen. Geht's ja los mit dem Typ 62, Typ 69. Dann hoch zum Dreier. Typ 69 durch 2, T80, T85, 2M. Also wird immer geiler hier. Ja. Natürlich gibt es auch Premium-Fahrzeuge, die sich eigentlich lohnen. Nach meiner Meinung her. Du kannst auch eine Testfahrt machen, unten rechts, wie man sieht. Kann man auf Testfahrt drücken. L2. Dann kommst du zu einem Trainingsgelände und da kannst du ein bisschen rumballern. Ja, Paladin natürlich auch Klassiker, den kennt man. Ja, Panzerhaubitze 2000, die kennt man auch, wie auch schon auf einmal, ne? Also, den kennt euch nicht, Cent, Alter. Das ist der Ableger von 50 Cent oder was? Nee, aber auf jeden Fall ist schon geil. Also gibt es einen Haufen Auswahl und jetzt macht richtig Laune, die zu fahren. Also, dann gibt es noch die Schischkins. Schischkin. Die haben auch schicke Fahrzeuge. Zuerst mit die Schischkins Grundfahrzeuge, danach geht's ab mit die europäischen Kampfpanzer. T-62, T-64 und so weiter und so weiter und so weiter. Ich zeige es euch jetzt mal alles so on the fly, ne? Also hier gibt es einen Haufen Sachen. Also, ja, hier der Klassiker natürlich Armada, ne? Oder Armata heißt er ja. So, und dann gibt es noch die Wulfli, oder Wölfli heißen die, ne? Ja, genau, die level ich zurzeit. Die habe ich auch auf dem Rechner zuerst gelevelt, ja, die Wölfli, genau. M1 Abrams, M1 A1, Klassiker, ne? Die erweiterte Version. Die mit verbesserter Panzerung. Mit, wie hieß die Panzerung? Schottpanzerung, genau. Ja, Haufen Sachen. Ja. Bradley-Panzer, auch Klassiker, die man kennt. BMP 3M, ja. Wiesel, guckt euch an, Wiesel, ey. Geil. Also gibt es auch ein Fahrzeug. Also, wer auf so das neue moderne Setting so steht, den kann man das Spiel auf jeden Fall herzlich vor die Füße schmeißen. Denn das fetzt auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange auf ins Gefecht. Halt. Soll ich ins Gefecht, Freunde? Und zwar gibt es ja verschiedene Modus. Einmal globale Operation, das ist so gegen Online-Spieler, PvP. Ja, da steht Logistikkosten 0. Ach, warte mal, Logistikkosten, was war das nochmal? Ah, damals gab es ja noch so einen Hangar, genau, den konnte man nochmal aufleveln. Und der hat dann auch immer mehr Geld und sowas gebracht und Erfahrung. Da konnte man extern so einen Hangar immer aufleveln und die haben es aber mit irgendeinem Patch mal damals auch auf dem PC rausgeschmissen, dieses Hangar-Gedöns, aber diese Logistik-Dingsbums steht da immer noch da. Na gut, ohne schlecht. So, dann gibt es noch Mission PvE. Mission PvE. Da kämpft natürlich, wie schon heißt, gegen ja, Bots. Zusammen mit bis zu 5 Spieler. Auf verschiedenen primären und Nebenmissionen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfüllt werden müssen. So ist es. Und rechts könnt ihr die Aufgaben sehen. Jetzt zum Beispiel, ledierter Rächer, zerstöre einige Ziele mit 50% Leben oder weniger. Ja, das ist eigentlich recht einfach. Dafür kriegt man, ja, die ersten 3 Tage, ne, die ersten 3 gelösten täglichen Aufgaben. Kannst du jeden Tag eine tägliche Aufgabe fest zugunsten einer anderen ablehnen? Okay, alles klar. Gut, brauche ich jetzt nicht. Ja, Schlacht PvP gibt erst auf Stufe 4. Da kämpft man auf riesige großen Karten, also diese richtig große afghanische Map da, also die ist wirklich riesig. Ich glaube, hier gibt es natürlich noch die Albino-Polygon-Teststrecke, wo man mit dem Panzer rumcruisen kann. Ja, und das Tutorial natürlich, ne? Trainingsgelände. Auf diesem Trainingsgelände können Sie Panzersatzungen Ihre Fahr- und Schusskünste verbessern. So ist es. Aber wir gehen jetzt in die globale Operation. Ne, in die Mission. In die Mission BVE. Und dann würde ich sagen, bis gleich im Gefecht. Ah ja, und die Wartezeiten sind ja nicht so lange. Wie bei World of Tanks. Die waren auch mal länger. Die waren mal länger. So, Freunde, da sind wir. Operation Kavallerie.
Also, unser Kontaktmann, der Petre Sabri, hat gesagt, wir müssen ein alliertes Flugzeug da, ja, bergen. Zumindest die Dokumente vom Flugzeug. Das müsste gleich irgendwo hier abstürzen, weil ich noch weiß. Ja, und eine große Besonderheit, die ich hier lieber nicht spiele, es läuft in 60 FPS. Ja, das ist ja schon mal was ja sehr lobenswertes. Genau, ernsthafte Schwierigkeiten. So, da ist es. Jetzt wird der abgeschossen, genau, da fliegt's. So, kritischer Modultreffer, das ist immer gut. Aber ab der Tierstufe noch gar nicht so relevant. Auf Stufe 3 wird das sehr relevant werden, weil da hauen die Gegner richtig aufs Kerbholz. So. Ja, soundtechnisch ist das Spiel natürlich auch sehr geil. Weil die Sounds sind schon sehr knackig. Jetzt war nicht originalgetreu, aber sie haben schon ihren eigenen, ja, Geschmack auf jeden Fall. Seid vorsichtig da drin. Nicht wie als Löwen kontrollieren die Stadt. Weshalb größte Vorsicht geboten ist. Oh, Stufe 1, so, zack. Oh, schön voraimen. Ja. Natürlich nur die Kette getroffen, was auch sonst. Komm, 220 Alpha-Schaden. Da geht er noch mehr. Zack. Bam. Nächste bitte. AB. Und Auto-Aim gibt's auch mit L1. Das heißt, man kann auch schöne Ausbewegungen hier feuern. Ja, meiner ist nicht so gut aus Bewegung. So. Keine Durchdringung. Und tschüss. Ja. Das Spiel kann ich auf jeden Fall jeden empfehlen, der so oft zu Panzer-Setting steht, so neumodernes und so. Oder allgemein so ein, ja, Fetischist ist, ne? Panzer-Fetischist. Da passt das. Oh, Ziel zerstört. Oh, 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 oh. Ja, das Spiel basiert auf der wunderschönen CryEngine. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Also aus der Engine, wo Crysis, ne, darauf gebaut wurde, der Crysis Engine. Also ist richtig geil. Der Crysis hat ja auch diese Engine gehabt. So, zack. Weg mit dir, du Hund. So, ich sehe, mein Team zerstört wieder nicht die Subcom-Raketen. Die Nebenaufgaben sollte man eigentlich immer machen, weil da kriegt man extra Knete. Und Erfahrung. Keine Durchdringung. Oh, das ist aber schlecht. Ja. Bomm. Ah, kein Neigungswinkel. Waffe kann jetzt weit runter neigen, zumindest die Kanone. Jawohl. Na gut. Die Satcoms haben wir jetzt zwar nicht zerstört, aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ja, und so kleine Cutscenes gibt es ja auch noch. Ist ja auch sehr lecker auf jeden Fall. Sieg. So ist es. Das sieht so aus, als ob man jetzt irgendwo draufdrücken muss, ne? Ach nee. So, wir haben 8400 Credits gut gemacht und 572 Erfahrungen. Naja gut, nicht so viel, ne? Aber Stufe 1 kriegt man nicht so viel. So, Leute. Ich würde sagen, ich hoffe, ich konnte euch so rum, jetzt haben wir es. Danke. Euch einen kleinen Eindruck vermitteln über dieses schicke Spiel. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr über das Spiel erfahren wollt, schaut es euch ja am besten selber an. Also es gibt noch so viel zu erzählen, aber ich. Mir kratzt jetzt schon der ganze Hals, das ist. Ich würde mich lieber ein bisschen schonen da jetzt, ne? In der Hinsicht.
Also es gibt ja einen Haufen Sachen von Fahrzeugen her, vom Laden her. Also hier kann man Premium-Zeit kaufen, aktive Boost sich zulegen, im PlayStation Store, ja, ne? Extra Panzer holen, so wie man es halt kennt, wie World of Tanks halt. Da hat sich nichts geändert, größtenteils außer, dass es seine eigene Engine hat. Und ja, und eigene Sound und sowas. Aber sonst ist es alles ein Abklatsch von einem zum nächsten Spiel. Aber es macht Laune. Es macht Laune und das ist die Hauptsache. So, man kann auch Gold umwandeln, Reputation umwandeln, all so ein Schmarrn. Ja. Ja, das ist schon geil. Also Gold, genau, Gold in Erfahrung umwandeln. Nicht andersrum, man sagt, ich wandle jetzt 50.000 wieder oben, 50.000 und 52.000 Erfahrung um. Ja. Und dann, ja, habe ich keine Ahnung. 10 nicht, aber so 100 Gold, so, das geht nicht, dann würden sie ja Minus machen. Du kannst bloß, ja, Gold eintauschen für so und so viel Erfahrung. Das geht. Ja, nichts anderes. Gut, Jungs, trotzdem würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Auch für den kleinen verkühlten Rico. Und dann würde ich sagen, wartet mal, ich würde noch sagen, wenn es euch gefällt, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, so rum, denn lasst gern was da. Ihr wisst ja, Like oder so, oder einen Kommentar für mehr Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Punkt aus. Ciao.